Hallo Leute, das ist nur ein ganz kurzes Video. Ich habe jetzt angefangen, da meine ganzen Röhren zu sortieren. Und wie ich die Röhren sortiert habe, war in der Kiste ein, ich nenne es mal Ding, wo ich etwas gebraucht habe, das zu identifizieren. Das ist ein Transistor, und zwar ein Spezialtransistor. Und wir schauen uns da noch genauer an, was das ist am PC, weil da habe ich ein paar Daten drüber gefunden. Und zwar das Ganze ist ein AF 114 hergestellt von der Firma Valvo, die wir eigentlich als Röhrenhersteller kennen. Ihr seht, das Ding ist schon ein bisschen oxidiert, aber das macht nichts. Und ich habe noch keinen Plan, wie ich das testen kann, aber das werden wir uns dann später anschauen oder auch nicht. Wenn ich was finde, wie man es testen kann, werden wir es testen. Ich muss das jetzt leider vom Bildschirm abfilmen, weil das OBS auf diesem Acer Laptop gerade irgendwie Mikrofoneingänge nicht mag. Ich habe ehrlich gesagt heute keine Geduld, mich damit zu beschäftigen. Wie es hieß damals in der Werbung, lieber gleich Acer. Ich glaube, Acer lieber gleich in den Müll zu werfen. Auf jeden Fall. Das hier ist dieser Transistor. Der ist hergestellt von Valvo, also unserem bekannten Röhrenhersteller. Und der hat damals 7,25 Mark gekostet. Und das ist ein Spezialding. Wo stand das? Eben für UKW. Und wenn wir uns da anschauen, der hat Kollektor, Basis, Emitter und S. S am Gehäuse. Ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht drauf gekommen, was S ist. Da ist eh das Schaltbild, aber soweit habe ich mich damit nicht beschäftigt. Und ich finde das halt interessant, bitte einen Transistor, der wurde im März 1961 vorgestellt und im Oktober 1962 kam er um 7,25 Mark in den Handel. Und dann schauen wir uns nochmal an, was 7,25 Mark damals entspricht heute 19,90 € laut diesem Inflationsrechner da, den ich halt schnell auf die Schnelle gefunden habe. Aber es könnte Daumen mal Pi hinkommen. Und wer würde heute 19,90 € für den Transistor bezahlen? Die Dinger, die kriegt man ja um in größeren Stückzahlen um Centbeträge. Ja, das war eine kleine Zeitreise, als man noch Germaniumtransistoren hergestellt hat. Und ich konnte ihn leider nicht testen, weil ich nicht wusste, wie ich den testen soll. Dieser China-Tester meint Damage Part, was ich aber in dem Sinne nicht glaube. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.